Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und somit etwas Zeit für dich und mit mir verbringst. Heute wollen wir uns dem Anfang aller Dinge widmen. Ich gehe heute auf eine Frage ein, die mir eine wundervolle Hörerin des Bewegungskind-Podcasts per E-Mail geschickt hat. Nämlich der Frage, wie fange ich an? Die liebe Hörerin hört seit einer ganzen Weile meinen Podcast und hat mir dann eine sehr berührende E-Mail geschrieben, in der sie mir erzählt, dass sie all das, was ich sage, so sehr spürt und dass, wenn sie dann auf ihr eigenes Leben schaut, trotzdem nicht weiß, an welchem Punkt sie für sich anfangen soll, sodass es dann wirklich langfristig für sie einen Sinn macht. Deswegen steigen wir heute ganz intensiv genau in diese Thematik ein und ich lade dich jetzt ein, dich zurückzulehnen oder mich auch mitzunehmen auf deinen Wegen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Lass uns loslegen. Wenn wir wirklich was verändern wollen, dann ist uns in den meisten Fällen bereits bewusst, dass irgendetwas nicht stimmt, dass irgendetwas uns nicht so glücklich macht, dass wir sagen, yes Leben, so ist es geil, ich bin hier angekommen, wo ich bin und genauso wie alles ist, ist es richtig. Wenn wir etwas verändern wollen, weil wir spüren, dass irgendwie alles so schwer sich anfühlt, dass in gewissen Bereichen wir immer wieder gefühlt gegen die Wand laufen, dann ist es wichtig, dass wir uns erstmal einen Überblick verschaffen. Denn diese Folge resultiert ja aus der Frage heraus, wie fange ich an? Und ich spüre das so sehr, dass genau das vielleicht der Punkt ist, warum so viele scheitern, bevor sie angefangen haben, bevor sie für sich ihren Weg gestartet sind, weil alles irgendwie gefühlt zu viel ist. Es ist so ein großer Bereich da draußen und unsere Gesellschaft bringt diesen Vorteil an Masse, jedoch auch diesen Nachteil. Es ist sozusagen beides auf einmal. Denn bei den vielen Angeboten, Meinungen, Forschungsergebnissen und so weiter und so fort, kann man absolut den Überblick verlieren. Die Folge davon ist, dass wir uns vielleicht ein Stück weit überfordert fühlen. Weil wir nicht spüren, was ist denn jetzt das Richtige? Wir fühlen uns vielleicht sogar verunsichert, haben Angst, die falsche Wahl zu treffen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Denn der einzige Mensch, für den diese Veränderung sein soll, ist für dich. Nicht für diese Gesellschaft, nicht für all diese Angebote da draußen, nicht für mich. Es soll nur für dich sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass du auch bei deinen eigenen Füßen beginnst. Diesen Satz kennst du vielleicht schon und ich möchte da auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen, um dir zu verdeutlichen, wie wichtig genau dieser Aspekt ist. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es so viel gibt, es ist so massiv und wir werden von allen Seiten damit gefüttert. Wir haben von allem alles, gefühlt zumindest. Und gleichzeitig entsteht dadurch ein riesengroßes Durcheinander. Wenn es jedoch darum geht, dass wir wirklich etwas verändern wollen, ganz gleich in welchem Bereich, ist es wichtig, dass wir einmal erfassen und uns bewusst werden lassen, was denn gerade das Hier und Jetzt ist. Denn Bewusstsein ist immer der Anfang von Veränderung. Ohne, dass du ein Bewusstsein darüber hast, was du verändern möchtest, könnte es sein, dass du absolut gar nichts änderst. Das ist wie dieses Bild, dass du in ein Taxi einsteigst und sagst, naja, ich will nicht nach Paris, ich will nicht nach Amerika, ich will nicht nach Hamburg und ich will auch nicht nach Berlin. Der Taxifahrer kann leider nicht sagen, wo du hin willst, weil er weiß lediglich, wo du nicht hin willst. Und das haben ganz viele Menschen, genau diese Gegebenheit in ihrem Leben.
Sie sagen, sie möchten nicht mehr so viele Verspannungen, sie möchten kein Übergewicht mehr, sie möchten nicht mehr dies, das, jenes. Jedoch wissen sie ganz häufig nicht, was sie wollen. Und aus diesem Grund könnte es sein, dass für dich, wenn du dich wiedererkennst, genau das der erste Schritt ist. Dass das der erste Schritt ist, dass du dir ein Bewusstsein darüber erlangst, was in deinem Leben schon gut ist und was vielleicht noch so viel Potenzial in sich trägt. Wie du das machst, erzähle ich dir gleich. Wichtig ist, wenn du bereits eine genaue Vorstellung davon hast, wo du hin willst, dann kannst du diesen Punkt absolut überspringen. Es ist so wichtig, jedoch für beide Perspektiven, dass wir unsere Veränderung aus dem richtigen Grund machen. Leider ist es so, dass so viele Menschen lediglich das Echo der Gesellschaft sind. Wir wollen sportlich sein, weil jetzt gerade irgendwie das hip ist, neue Vorsätze durchzuziehen. Wir wollen den neuen Ernährungstrend ausprobieren, wollen auf Kohlenhydrate verzichten und so weiter und so fort. Es gibt so viele Dinge, die auf einmal so hip sind und die ausprobiert werden, was absolut gut ist, jedoch mit der falschen Intention. Denn letztendlich ist es so, dass das, was du wirklich aus dem richtigen Grund machst, nämlich für dich, was sich einfach aus tiefstem Herzen richtig anfühlt, dass du das mit Leichtigkeit für eine lange Zeit, vielleicht sogar für die Ewigkeit durchführen wirst. Wenn du jedoch nur etwas machst, weil irgendwie gerade alle das so ausprobieren und machen, dann wirst du ganz schnell merken, dass es vielleicht sehr schwierig ist, dass es sich irgendwie so lastig anfühlt. Und dass es dich überfordert. Denn ganz ehrlich, wenn ich dir jetzt sage, ändere XYZ und du wirst glücklich werden, könnte es sein, dass genau das für dich ein Riesenproblem wird. Weil du vielleicht XYZ noch gar nicht durchführen kannst, weil du ABC noch nicht mal absolviert hast. Und genau das ist der springende Punkt. Sehr vereinfacht dargestellt an der Stelle. Ich gehe jetzt davon aus, dass du vielleicht eine Hörerin oder ein Hörer bist, der noch nicht weiß, was du wirklich willst. Dass du vielleicht nur spürst, dass du frühmorgens müde bist, dass du ausgelaugt bist, dass du irgendwie kaum Energie hast, dass du vielleicht schon Sonntagabend dir den Freitag herbei wünschst, dass du merkst, dass du ja immer wieder diese Heißhungerattacken hast, dass du immer wieder so müde bist im Tagesverlauf, dass du nachts aber dafür irgendwie nicht schlafen kannst oder abends nicht einschlafen oder wie auch immer. Vielleicht merkst du ganz viele Dinge, die einfach dein Körper zeigt und das ist so wichtig. Unser Körper ist die Schnittstelle. Unser Körper wird uns alles zeigen. Unser Körper zeigt uns unsere Defizite auf der mentalen, psychischen und physischen Ebene. Unser Körper ist der Spiegel unseres Alltags und unseres Lebens. Und deswegen dürfen wir auch ganz liebevoll dorthin blicken und vielleicht jede Information einmal etwas näher erforschen. Wenn wir also noch nicht wissen, um was es genau geht, empfehle ich immer, im ersten Schritt zu schauen, in welchen Lebensbereichen läuft es schon richtig gut und in welchen Lebensbereichen gibt es noch potenziell nach oben. Ich arbeite im Coaching sehr gerne hier mit dem Rad des Lebens, eine sehr komplexe Version des Rad des Lebens. Das heißt, ich habe hier unterschiedliche Lebensbereiche, die von meinen Klientinnen befüllt werden dürfen, wo sie dann auch dann schauen, welche Lebensbereiche sind mir besonders wichtig, welche sind vielleicht eher sekundär und dass sie auch schauen auf einer Skala von 1 bis 10, wie erfüllt sie sich in diesen Lebensbereichen fühlen. Für dich habe ich jetzt mal eine vereinfachte Übersicht jetzt hier zusammengestellt von 5 Bereichen. Und vielleicht möchtest du einfach mal mitschreiben. Es geht um die Bereiche Schlaf, Ernährung, Bewegung, Entspannung und Sport. Es gibt natürlich ganz viele Facetten dazwischen und wir haben natürlich auch Bereiche wie Beziehung, Partnerschaft, Freundschaften, Beruf und Karriere und so weiter und so fort. Das gehört alles mit dazu. Jedoch für den Anfang empfehle ich dir diese 5 Bereiche. Warum?
Ich möchte, dass du heute für den Moment ein Gefühl dafür bekommst, wie du für dich Bewusstsein über das Hier und Jetzt erschaffen kannst. Schreib einmal diese 5 Bereiche auf und gebe ihnen eine Rangfolge. Also, was ist dir am wichtigsten in deinem Leben? Ist es dir besonders wichtig, dass du deine Ernährung so gestaltest, dass du damit im Frieden sein kannst, dass dein Körper vielleicht natürlich reguliert, dass du weniger Heißhungerattacken hast, sondern dass du Energie hast den gesamten Tag über, dass du dich satt fühlst und dass du einfach vor Energie sprühst, sodass du Lust hast auf Bewegung beispielsweise. Gebe also diesen 5 Bereichen eine Rangfolge, wie sie dir am wichtigsten sind. Und anschließend schreibst du darunter auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist dabei am wenigsten erfüllt und 10 ist am meisten erfüllt, wie gut fühlst du dich bereits in diesem Bereich? Und dann spürst du das einfach mal ein bisschen nach. Spür mal nach, wie es dir damit geht. Und wichtig ist, verurteile dich nicht. Es geht in diesem Moment darum, dass du ein Bewusstsein dafür bekommst, um etwas zu verändern. Das heißt, wenn du jetzt siehst, wenn dir bewusst wirst, dass du vielleicht so viel Potenzial noch nach oben hast, dann herzlichen Glückwunsch, denn es ist der erste Schritt dahin, dass du anfangen kannst, einen Weg zu gehen. Denn ohne Bewusstsein, ohne den Fokus, dich von diesen gewissen Dingen fortzubewegen, hin zu einem guten Gefühl, könnte es sein, dass du immer wieder scheiterst. Denn wenn im Hier und Jetzt alles super ist, alles tippitoppi und du letztendlich ja bereits weiter diesen Weg gehst, dann wirst du wahrscheinlich keine Veränderung wollen. Und es geht ja darum, zu erfassen, was der erste Schritt ist, um eine Veränderung zu bewirken. Wenn du nun diese 5 Bereiche in eine Kategorie eingeordnet hast und ein Stück weit bewertet hast für dich persönlich, dann kannst du auch einmal reinspüren, bei welchem Bereich du den wenigsten Widerstand spürst. Also bei welchem Bereich hast du so das Gefühl, das könnte dir leicht fallen? Könnte es dir leicht fallen, beispielsweise jeden Tag ein bisschen mehr Bewegung in deinen Alltag einzubauen? Einfach so, ganz intuitiv. Spüre in dich rein, was hat den wenigsten Widerstand in dir? Das ist ganz wichtig. Dieser Widerstand ist das, was du bereits gelernt hast über gewisse Bereiche. Und dieser Widerstand, der wird dir wahrscheinlich auf deinem Weg der Veränderung häufiger begegnen. Denn das ist ein ganz natürlicher Prozess. Widerstände kommen, wenn wir uns verändern wollen. Diese Widerstände kommen aus uns heraus, sie kommen von Menschen in unserem Umfeld und so weiter und so fort. Widerstände werden uns immer wieder begegnen. Und das Ding ist, wenn wir ganz langsam uns mit diesen Widerständen beschäftigen, langsame Schritte gehen, Stück für Stück diese Veränderung gehen, werden wir auch mit diesen Widerständen wachsen. Und das ist das Geheimnis. Das ist das volle Geheimnis, dass wir weiter daran festhalten und nachhaltig und langfristig eine Veränderung durchziehen. Kommen wir in meinen zweiten Schritt rein, falls ich es nicht erwähnt habe. Das war gerade der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir genau den Bereich anfassen, bei dem du den geringsten Widerstand spürst. Denn Veränderung hat immer einen Einfluss auf alle Bereiche in deinem Leben. Wenn du beispielsweise anfängst, deine Ernährung zu verändern, wird das einen Einfluss haben auf alle anderen Bereiche. Wenn du beispielsweise deine Ernährung so umstellst, dass sie wirklich für deinen Körper passt, für all die Belastungen, die du in deinem Alltag vollbringst, dann wirst du merken, dass du enorm viel Energie hast. Vielleicht so viel Energie, dass du richtig Lust hast, dich zu bewegen, dass du vielleicht sogar Kapazitäten hast für Sport. Vielleicht wirst du merken, dass du viel wacher bist, weil du einfach vielleicht hochwertiger isst, dass du gute Nährstoffe zu dir nimmst. Du wirst merken, dass es einen Einfluss hat auf deine Psyche. All das hat wiederum einen Einfluss auf Beziehungen.
Zum einen kann das sehr gute Vorteile haben. Wir sind auf einmal vielleicht viel fröhlicher, viel entspannter, haben Verständnis für das Gegenüber. Gleichzeitig kann es auch passieren, das ist auch nicht selten und das möchte ich jetzt auch ganz klar so sagen, dass hier die Widerstände hochkommen, die ich gerade schon einmal erwähnt habe. Wenn wir uns verändern, dann berühren wir auch die Menschen um uns herum. Und in den meisten Fällen ist es so, dass die Menschen um uns herum, dass die Angst haben, Angst uns zu verlieren. Und wenn wir uns verändern, dann entfernen wir uns von den Interessenfeldern des anderen. Und es könnte sein, dass erstmal der andere davon nicht begeistert ist. Oder die andere. Deswegen spüre das. Es gibt so viele Widerstände um dich herum. Und wichtig ist deswegen, dass du ganz langsam damit beginnst. Hier bei dem zweiten Schritt möchte ich deswegen nochmal unterstreichen. Ändere nicht von 0 auf 100 alles, sondern geh kleine Schritte. Wenn wir beim Beispiel der Ernährung bleiben, könnte es beispielsweise sein, so habe ich das auch damals gemacht, schon wirklich lange, lange, lange her, ich habe Lebensmittel ersetzt. Ich habe nicht auf einmal gesagt, ich ändere alles, sondern ich habe angefangen, beispielsweise mein Frühstück zu verändern. Das ist tatsächlich Realität. Ich habe früher immer in dem Glauben, dass es gut sei, mir richtig schönes Knuspermüsli in eine große Schüssel Quark reingemacht, ein bisschen noch mit Milch verdünnt und obendrauf, ja, ohne Ende Früchte und so weiter und so fort. Die Folge war Durchfall. Und ich habe den ganzen Tag das Gefühl gehabt, ich muss noch mehr essen, hatte totalen Hieper auf süße Sachen. Ich habe tatsächlich dieses Knuspermüsli komplett entfernt und habe auch angefangen, nicht unbedingt ein süßes Frühstück für mich zu integrieren. Und ich habe, das ist ganz wichtig, ich für mich, das hat nichts mit dir zu tun, fange bei deinen Füßen an. Bei meinen Füßen war das so, dass wenn ich früh morgens bereits mit einem süßen Frühstück begonnen habe und in so einem Knuspermüsli ist ein Haufen Zucker drin im Übrigen, dann ging es den ganzen Tag so weiter. Ich habe also angefangen, meinen Zuckerspiegel komplett runterzufahren, habe wirklich relativ neutrale Sachen gegessen. Also ein selbst zusammengestelltes Müsli, was wirklich aus Nüssen, Haferflocken und ein paar Samen und ähnliches bestanden hat. Und mir ging es auf einmal besser. Mir ging es auch vom Magen her besser. Diese ganzen Geschichten, diese Verdauungsprobleme, die ich damals hatte, die waren auf einmal wie weggewischt und mir ging es so gut. Ich hatte auf einmal so eine Leichtigkeit, die einfach sich durch den gesamten Tag gezogen hat und ich hatte nicht mehr dieses Bedürfnis, den ganzen Tag was Süßes zu essen. Das kommt noch dazu. Das ist nur ein Beispiel, das kannst du auf alles übertragen. Auch bei der Bewegung. Nimm dir nicht sofort 10.000 Schritte vor, wenn du vielleicht sonst gerade mal 2.000 geschafft hast, wenn überhaupt, sondern geh da Schritt für Schritt vor. Steigere dich vielleicht mit 200 Schritten mehr oder 500 Schritten mehr und gehe langsam immer mehr in die Steigerung. Und das ist so wichtig, dass wir das auch einfach wahrnehmen, dass wir Dinge verändern können. Noch ein weiteres Beispiel, der Schlaf. So viele Menschen haben tatsächlich große Herausforderungen mit ihrem Schlaf. Sie können abends nicht einschlafen, Gedankenkarusselle, Schlaflosigkeit spielen eine große Rolle und am nächsten Morgen sind sie komplett gerädert und können gar nicht richtig aufstehen, können sich nicht konzentrieren, sind lustlos und haben keine Energie. Und hier kann beispielsweise kann eine Rolle spielen, dass wir ein Abendritual integrieren. Das, was wir bei Kindern, also wenn du vielleicht Kinder haben solltest, wirst du das noch kennen. Wenn wir bei Kindern ein Schlafritual inszenieren, dann tun wir das ja, dass das Kind sich daran gewöhnt, immer zur gleichen Uhrzeit mit den gleichen Dingen sich zu entspannen, sich sicher zu fühlen und somit ganz im Frieden einzuschlafen. Das brauchen wir Großen auch. Ja, ganz häufig ist es so, dass die Schlafzimmer so teilweise Abstellkammern sind. Und dass sich die Menschen in ihren eigenen Schlafzimmern nicht sicher fühlen. Das ist wie das Monster unterm Bett. Das haben wir Großen auch.
in einer anderen Form und da dürfen wir vielleicht mal hinblicken. Gleichzeitig dürfen wir auch mal hinterfragen, ob es abends denn noch die Nascherei vorm Fernsehen sein muss und wir somit unseren Magen und unser gesamtes System belasten, weil das muss natürlich verarbeitet werden, das ist ganz einfach so. Und dass wir dann auch noch vielleicht irgendwelche sehr aufregenden Serien oder Filme schauen, die zusätzlich einfach einen Einfluss haben. Auch spannende Bücher sind meistens nicht unbedingt förderlich, dass wir tatsächlich ganz in Frieden in den Schlaf gehen. Das, was mir ganz gut tut, ich gehe immer zur gleichen Zeit ins Bett und ich achte darauf, dass ich immer mindestens 7 Stunden Schlaf bekomme. Und ich schaue, dass ich dann am Abend nicht irgendwelche spannenden Sachen noch mir da reinziehe und insgesamt auch die Medien zum Abend minimiere auf das möglichst kleinste Minimum. Genau. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du einfach hinschaust, was ist gerade und was kann ich in kleinen Schritten verändern? Was kann ich mal ausprobieren? Und dass du nicht versuchst, alle auf einmal zu verändern. Also nicht alle Bereiche auf einmal anfassen, sondern wirklich Schritt für Schritt. Weil das ist auch das, was ich dir im 3. Schritt ans Herz legen möchte. Wenn du einen Bereich anfasst, werden sich alle anderen Bereiche verändern. Es könnte sein, wenn du diese Übung aus Tipp 1 in 1, 2, 3 Monaten machst, dass sie ganz anders aussieht, als so, wie du sie jetzt gemacht hast. Das mache ich auch mit meinen Klienten und Klientinnen immer, wenn die das Rad des Lebens ausfüllen bei mir, dann mache ich das immer regelmäßig, dass wir dann nach ein paar Monaten das nochmal ausfüllen und es ist immer so ein Geschenk zu sehen, wie sehr sich das verändert. Dadurch, dass wir überhaupt in diese Thematiken reingehen, verändert sich so, so, so viel. Probier es also gerne mal aus und teste das einfach nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Und dass du auf dem Weg der Veränderung im ersten Schritt wirklich bei dem einen Fokus bleibst. Bleibe bei dem einen Fokus und verändere dadurch alles. Du hast einen Einfluss, indem du wirklich kleine Schritte gehst und indem du einfach weitergehst. Und du wirst spüren, so war es auch bei mir, irgendwann wirst du einfach merken, okay, in dem Bereich beispielsweise Ernährung fühle ich mich jetzt richtig gut. Ich fühle mich nahezu erfüllt. Und jetzt schaue ich mir einfach einen neuen Bereich an. Wenn ich heute immer noch diesen Weg gehe und dieser Weg hört nicht auf, das ist auch das Gute, ja. Das ist wirklich ein Geschenk und das dürfen wir auch uns verinnerlichen. Es gibt kein 4-Wochen-Programm, was uns auf einmal die Traumfigur für immer gibt. Dieses Wohlfühlgefühl für immer, diese Entspannung für immer. Es ist ein Prozess, der nicht endet. Erst am Ende wird es aufhören. Und wenn du da mit kleinen Schritten rangehst, wirst du auch merken, dass du so eine Umsetzungsfreude hast, dass du vielleicht immer mehr Dinge und Informationen in dich auflädst und einfach dann spürst, tut mir das gut? Ist es jetzt mein Weg? Oder ist es nur so ein Ding, was ich einfach mal ausprobiert habe? Ich habe auch schon so viel ausprobiert, wo ich gedacht habe, ist nichts, ist nicht meins. Und das darfst auch du. Du darfst Schritt für Schritt diesen Weg gehen und immer mal reinspüren, neue Dinge ausprobieren, Forscherin oder Forscher deines eigenen Lebens sein und all deine Bereiche in deinem Leben Stück für Stück verändern, indem du einfach nur den Fokus auf eine Sache im ersten Schritt hältst und wenn diese eine Sache sich gut anfühlt, dich dann der nächsten widmest. Genau. Ich hoffe, du hast aus dieser Folge den ein oder anderen Aspekt für dich mitgenommen und hast vielleicht ein bisschen Mut bekommen, dass du anfängst für ein Leben, das du dir selbst erschaffen hast. Dass du nicht mehr das Echo der Gesellschaft bist, sondern dass du beginnst, das wirklich nur für dich zu tun. Für dich neue Perspektiven einzunehmen, für dich dieses Leben wirklich zu spüren, was dir gut tut, die Verbindung zu deinem Körper wiederherzustellen und nie mehr aufzuhören, bis zum Schluss. Fühl dich in jedem Fall von mir umarmt. Ich freue mich schon riesig, von dir zu hören, was du mitgenommen hast und welche Fragen sich vielleicht ergeben haben.
Der gemeinsame Austausch hilft uns so sehr weiter und ich freue mich auch riesig, wenn du diese Folge mit anderen Menschen teilst, die vielleicht gerade genau an diesem Punkt stehen und mir dadurch auch noch hilfst, meinen Podcast neben den vielen anderen wundervollen Podcasts noch mehr Reichweite zu verschaffen. Ich danke dir in jedem Fall für dein Sein und dafür, dass du da bist, dass du immer wieder da bist. Und möchte dich daran erinnern, dass du es in deinem Leben wert bist, glücklich und gesund zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.